Seele, Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Potowski. Herz, Seele, Ball. Ich habe mir für heute so etwas wie einen Heiligenschein gewünscht. Das ist die Ausgabe für Samstag. Das Licht ist weich und schmeichelt mir. Jetzt nicht mehr. Herzlich willkommen also. Ja, wir schauen heute nach längerer Zeit mal wieder in das Buch. Wäre, wäre, Fahrradkette. Es geht um Prophezeiungen. Es ist schön, wenn sich unsere Zuhörer daran beteiligen, wenn ich etwas zur Diskussion stelle. Und ich fand das ganz toll vom Anton aus dem Münsterland. Der hat mir nämlich ein Foto geschickt von unserem Freund Radio Müller, wie er ja jetzt genannt wird, von Bayern München. Und der sagt eindeutig, bitte, hier ist das Foto, mein größtes Ziel, so wenig Interviews wie möglich mit der Bild-Zeitung. Gut, das ist natürlich eine klare Aussage. Und das bezog sich auf die Kritik aus der Sportbild letzte Woche. Ich habe es ja vorgelesen mit meinen Kollegen Lindemann, ich habe nichts getrunken, und Hellmann. Ja, also ich werde Herrn Lindemann morgen treffen und ihn nochmal darauf ansprechen. Aber Dankeschön, Anton, für diese, ja, ich finde, wahrhaft mutige Meinung von Herrn Müller. Max Kruse, bekannter Mittelfeldspieler, mit netten kleinen Geschichten auch am Rande, der ja mal Geld liegen lässt im Auto, ein paar 10.000 Euro, der schon mal pokert, der verrückte Autos fährt. Das ist ein Typ. Wirklich ein Typ. Und der will Rennfahrer werden. Autorennfahrer. Nach Beendigung seiner Fußballkarriere. Ich finde das gut. Er hat schon mehrere Prüfungen abgelegt und demnächst will er mit dabei sein. Sein größtes Ziel, das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. Bin gespannt, ob er das schafft. Ich wünsche es ihm von Herzen. Mit seinen verrückten Autos dürfte er ja schon genug Erfahrung gemacht haben. Ich freue mich dann, heute am Samstag in Dortmund zugegen zu sein, gegen den FC Augsburg. War da sehr lange nicht mehr. Kann mich erinnern, das letzte Mal, als ich da war, irgendwann mal vor einigen Jahren, war Jürgen Klopp noch Trainer. Und es war ein Pokalspiel. Ich ging irgendwie zweitklassige Mannschaft oder eine, die in der Tabelle ganz unten stand. Jedenfalls hat Dortmund viel Glück gehabt und nach Verlängerung gewonnen. Und mit Jürgen Klopp zu reden, wenn er nicht ganz so gut gelaunt ist, ist nicht so einfach. Aber ich kann sagen, wir haben uns verstanden und er hat mich nicht solchen Vogel genannt, so wie er dann später mit einigen anderen umgegangen ist. Kann ja schon mal vorkommen. Trainer hat das Recht, auch mal seine Meinung zu sagen. Aber nicht übertreiben, liebe Trainer. Ich freue mich auf die Gespräche morgen auch mit Heiko Herrlich, der ja lange in Dortmund gespielt hat, dort auch Jugendtrainer war. Also das wird heute, warum sage ich mal morgen? Klar, weil wir noch am Freitagabend sind. Also ich freue mich drauf. So, Kicker schaue ich auch immer wieder gerne rein. Und der Kicker freut sich, wenn in Fernsehinterviews der Kicker erwähnt wird. Und in einer Fernsehshow von Pro7 war neulich Thomas Gottschalk zitiert worden mit den Aussagen, also der Kollege Joko Winterscheid würde regelmäßig den Kicker lesen und deshalb sei er so intelligent. So in etwa, frei übersetzt. So, Angriff auf die Großen, ja, da darf man gespannt sein. Frankfurt und Wolfsburg, das wird eine spannende Geschichte, ob die wirklich da oben mit reinkommen und vielleicht Dortmund, Leverkusen, wen auch immer, nicht in die Champions League lassen. Und was ich auch irre spannend finde, ist natürlich Hertha BSC. Dada ist schwere Mission, Gefühl und Gefahr, schreibt der Kicker. Das alles heute. So, ganz schnell noch, hat es ja versprochen, Prophezeiungen. Andreas Brehme, uns steht ein hartes Programm ins Gesicht. Klaus Augenthaler, wir arbeiten uns in der Tabelle kontinuierlich nach hinten. Klaus Toppmöller, wir sind zu stark, um da unten wieder rauszukommen. Uiuiui. Klaus Allofs, das Dumme an Prognosen ist immer, dass sie sich auf die Zukunft beziehen. Hat er recht. Gerd Rubenbauer, bekannter Reporter gewesen, denken Sie daran, dass die intelligentesten Menschen oft auf dem linken Verteidigerposten zu finden sind. Wieso das so ist, ist mir
nicht ganz klar geworden. Und Lothar Matthäus soll gesagt haben, jeder, der mich kennt und der mich reden gehört hat, weiß genau, dass ich bald Englisch in 6 oder auch schon in 4 Wochen so gut spreche und Interviews geben kann, dass jeder Deutsche sie versteht. Schönes Schlusswort heute für Herz, Seele, Ball. Wir sehen uns wieder nach dem Bundesligaspieltag mit Erkenntnissen zum Spieltag. Uli war übrigens mal Nummer 1 in der Hitparade. Eigentlich können Sie jetzt abschalten.